Wenn man hier oben auf diesen Stuhl sitzt, muss man einfach Lust zu seinem Job haben. Hier greift alles ineinander, immer unter Zeitdruck. Der Port of Lübeck, einer der größten Ostseehäfen. Es muss immer was laufen. Stillstand darf es eigentlich nie geben. Jeder Schmuggler macht einen Fehler und den Fehler, den müssen sie finden. Ich möchte schön dicht an der Wand haben. 5.30 Uhr, die Lotsenstation in Travemünde. Moin, Herr Japs. Sie sind die Ersten, die morgens im Hafen unterwegs sind. So. Lotse Markus Meyer weiß, wie man die ganz großen Schiffe sicher durch die Trave steuert. Mit dabei heute früh ein angehender Kollege. Großes Fahrzeug für den Fahrbereich, wo wir hinwollen. Gleich müssen Sie über eine Strickleiter vom Boot auf das Frachtschiff umsteigen. Das Boot könnte sich ein bisschen bewegen, wenn wir noch ein bisschen Restseegang haben. Wir hatten gestern Nachmittag, gestern Abend ein bisschen mehr Wind. Das könnte mal ein bisschen Spritzwasser hochkommen. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das Boot ansteuert, ein bisschen zurückhaltend sein. Wenn das Boot ruhig am Schiff liegt, dann können wir auch sicher übersteigen. After sea from the pilot boat, Captain, we will come around. Please come down to 8 knots and be prepared for boarding. Jetzt kann man die Seite vom Schiff sehen, die grüne Seitenlaterne. Wir gucken jetzt auf die Steuerbordseite des Schiffes. Das Schiff hat an der Backbordseite den Eingang soweit klar gemacht, wo wir einsteigen werden. Man sieht jetzt auch, die Seite ist ein bisschen heller. Da hat man für uns schon das Willkommenslicht angeschaltet. Good morning. Good morning. Durch den Frachtraum geht es so schnell wie möglich auf die Brücke zum Kapitän. Good morning. Good morning. Travetreffweg, die Hafner See. Ja, schönen guten Morgen. Einmal besetzt mit Lotse Meyer einkommt, die Travetonne. Ja, schönen guten Morgen, Herr Meyer. Momentan nichts gegen angemeldet. Ich wünsche gute Fahrt. Nichts gegen an, danke. Geben Sie mir noch mal bitte den Pegel und Tendenz. Momentan 5,23 Meter gleichbleibend. 5,23, begleich. Alles klar, danke. Unser zur Verfügung stehendes Fahrwasser verengt sich an der Mole auf 130 Meter in der Breite und da ist dementsprechend nicht mehr viel Platz für Fehler. Noch sind wir im tiefen Wasser, wenn jetzt noch was wäre, könnten wir noch abdrehen. Das ist, wenn wir jetzt noch ein paar hundert Meter weiterfahren, vorbei. Der Lotse ist Berater des Kapitäns. Der Kapitän kennt sein Schiff, der Lotse die Tücken der Trave. Du hast hier 10 Meter tiefes Fahrwasser und daneben stehen die Badegäste knietief im Wasser. Also da ist tatsächlich eine Wand, das geht unheimlich steil runter. Wenn man an die ein bisschen dicht rankommt, merkt man da ganz schnell den Böschungseffekt. Da muss man immer schon vorsichtig sein. Es wird nicht mehr viel größer bis auf dem Weg nach oben hin. Das bleibt jetzt letztendlich so in der Symmetrie hier. Ab hier fängt jetzt wirklich das anspruchsvolle Fahren an. Die Trave ist kein einfaches Fahrwasser, speziell für große Schiffe. Der Port of Lübeck ist kein zusammenhängendes Hafengebiet. Seine Terminals sind entlang der Trave verteilt und haben verschiedene Betreiber. Zu den größten Terminals gehören der Skandinavienkai, Schlutup, der Seelandkai und stadtnahe der Konstinkai. Die Hafner See jetzt einmal eingehend Leuchtfall 22 und wir drehen dann vor Lehmann 2 und gehen zum Seelandkai Nummer 3. Ja, habe ich glaube verstanden. Schönen Dank. Weiterhin keine Meldung und Sperrung wird ja nicht benötigt wegen Seelandkai 3. Mit Chips. Mit Chips. Hier ist wenig Wasser am Fahrwasserrand. Also der Bereich ist schon relativ gefährlich hier vorne. Da sollte man schon in der Mitte des Fahrwassers bleiben. Zum Anlegen gehen Kapitän und Lotse seitlich der Brücke in die sogenannte Nock. Jetzt fährt das Schiff seitwärts, Meter für Meter. Die größte Herausforderung beim Festmachen ist, dass man langsam an den Platz rankommt, um Beschädigungen an Kai und Schiff zu vermeiden. Wir legen ja nachher eine Rampe an Land ab, dass diese Rampe genau in Position reinkommt. Das geht nachher so im 10-Zentimeter Bereich. Also so genau müssen wir jetzt einparken. Okay.
Now we are stopped. And coming ahead now. Yes. 7 o'clock. Happy landing. Just in time. 7 Uhr planmäßige Ankunft der Hafnia Sea am Seelandkai. Moin! Die Lotsen müssen so schnell wie möglich den Kai verlassen. Jetzt wird es langsam gefährlich. Jetzt kommen die großen Fahrzeuge dazu. Wir müssen jetzt sehen, dass wir hier aus dem Arbeitsbereich verschwinden. Zeit ist jetzt Geld. Knappe 3 Stunden haben die Terminalarbeiter zum Entladen. Etwa 7 Kilometer nordöstlich liegt der Skandinavienkai. Betreiber ist die Lübecker Hafengesellschaft. Es ist der größte Terminal des Port of Lübeck. Von hier fährt die TT-Line rund 20 Mal pro Woche nach Schweden. Mit Fracht und Passagieren. Nur 2 Stunden liegt die Nils Holgersson im Hafen. In der Zeit muss alles ent- und wieder beladen werden. Angeliefert wird auch die Ware für das Restaurant und die Wäsche für die Kabinen. Ingo Oldenburg ist der Mann, der dabei den Überblick behalten muss. Die Schmutzwäsche kommt raus, die neue Wäsche rein. Wir haben 10 Minuten, ne? Wäsche, Lebensmittel, Shopware. Alles muss durch diesen schmalen Gang. Erst Wäsche rein, Dreckwäsche ist ja schon draußen, die können wir hier verladen. Und dann fängt die Küche an, die Küchenware zu verräumen, damit sie uns nicht blockiert mit der Wäsche einfach. Und dann kommt doch die Lebensmittellieferung dazwischen. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Also muss die Wäsche warten. Das ist jetzt das Nadelöhr, genau. Ja. Wenn das jetzt über Cross läuft, dann hängen wir hier. Jetzt warten wir, dass wir die Wäsche durchkriegen. Es gibt nur einen Fahrstuhl. Wenn der besetzt ist, heißt es für die Wäsche wieder warten. Wir sind jetzt fast durch. Wir brauchen noch 3-4 Minuten, dann sind sie raus. Ne? Und dann fahren die auch schon wieder von Bord. Erst müssen die LKWs raus sein, dass aufgemacht werden kann. Und dann muss das hier am schnellsten gehen, weil dann oben die wir beladen wollen. Die Anlieferung wäre geschafft. Dem Hotel Operation Manager und seinem Team bleiben jetzt noch 1,5 Stunden. Hier werden jetzt die Kabinen gesäubert. Heißt, er bezieht jetzt die Betten neu. Ist immer, dass wir einen durchlaufen haben, der alles abzieht. Nennt sich der Stripper und dann geht der nächste durch und bezieht wieder. Der vorher den Stripper gemacht hat, der geht dann durch und macht die Nasszellen. Und dann die bezogen hat, geht dann noch einmal durch mit dem Staubsauger. In 90 Minuten müssen 8 Reinigungskräfte 240 Kabinen putzen. Zuerst die für die nächste Überfahrt gebucht sind. How are you? All good? Very good. Time is running? Yeah? Katharina? You want time? Yes, that's good. Draußen am Terminal. Im Hafengebiet darf der Zoll jeden Trailer kontrollieren. Komm, wir gehen hier lang, Swati, komm. Heute sind sie unterwegs mit Drogenspürhund Swati. Komm. Und rechts. So, ich setze jetzt hier meinen Hund einmal an. Komm her, sitze. Der Hund ist auf Rauschgift spezialisiert. Der Hund spürt den Trailer auch von unten ab, ob unten irgendwas versteckt ist. Es könnte überall was drin sein. Wir haben schon alles gesehen, auch hier drin. Es könnte überall Rauschgift versteckt sein. Und wenn sie was findet,
dann würde sie regungslos stehen bleiben und wir sagen dazu einfrieren. Also sie kratzt nicht, das haben die Hunde früher gemacht. Und komm her. Komm her, Swati. Sondern die würde jetzt hier einfrieren. Die würde einfach stehen bleiben und mit der Schnauze so verharren. So, dieser Trailer ist jetzt leer, aber hier kann auch überall was drin sein. Hier in den Spiegeln, im Boden, es kann hinten in der Wand, es kann überall was versteckt sein. So, Swati, jetzt wollen wir mal gucken. Komm her, wo ist da was? Und los geht's. Na, wo ist das? Sofern die nicht verblombt sind, großartig, besteht die Möglichkeit, dass da jemand was reingetan hat. So ein Hund hat ungefähr 250 Millionen Riechzellen und hat natürlich perfekte Voraussetzungen dafür, irgendwelche versteckten Sachen gut aufzufinden. Wir können davon ausgehen, der Hund hat kein Anzeigeverhalten gezeigt und dass dieser Bereich neutral ist. Ja, Tür zu, das zieht. Nach spätestens 30 Minuten muss der Hund Erfolg haben. Sonst verliert er das Interesse. Trainer sind hier ausgerüstet mit Echtstoffen, damit die Hunde auch bestätigt werden können. Hier haben wir zum Beispiel ein bisschen Amphetamine. Damit wird ein Magnet präpariert. Das kontaminiert und strömt praktisch also Duftstoffe aus. Hier Amphetamine im Endeffekt. Die werde ich jetzt eben positionieren. Das heißt also, der Trailerbereich wird nicht kontaminiert. Arbeite einmal von rechts nach links. Den Bereich. So, komm mal jetzt. Pass auf jetzt. Brav. Brav. Klick ist was, eine positive Belohnung des Hundes. Die Belohnung, Swatis Spielzeugball. Ein weiteres Team kontrolliert ankommende Trailer. Eine Zollkontrolle, Kamoschekontrolle. Einmal bitte zu meiner Parkerin. Wer warum kontrolliert wird, ist Berufsgeheimnis. Es ist nie das Kennzeichen. Es ist vielleicht ein Punkt von vielen. Aber das wäre zu einfach, wenn es nur nach einem Kennzeichen gehen würde oder nach dem Gesicht des Reisenden oder des Fahrers. Und dann haben wir natürlich auch das Bauchgefühl. Jeder hat ein anderes Bauchgefühl. Das ist auch gut so. Der eine meint, vielleicht da ist was, der andere da. Und natürlich ein bisschen Glück. Jeder Schmuggler macht einen Fehler und den Fehler, den müssen sie finden. Dann sind sie auf der richtigen Spur. Ein Riesenfund direkt am Anleger. Der Haupteinsatzleiter verschafft sich ein Bild. Hier ist keine Tarnladung vorhanden. Schätzungsweise so um die 10 Millionen Zigaretten werden das wohl sein. Schatten. Ohne Steuerwanderrolle, nee, hier ist noch eine Steuerwanderrolle drauf. Englischer Schrift, Smoking Kills. Es ist einer der größten Zigarettenaufgriffe der letzten 10 Jahre im Lübecker Hafen. Und das war der Fehler der Schmuggler. Unsere Risikoanalyse hat ergeben, dass hier Eiscreme eingeführt werden sollte im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Und bei minus 28 Grad kam uns halt ungewöhnlich vor, weil Eiscreme normalerweise bei minus 18 Grad befördert wird. Und daraufhin haben wir uns dazu entschlossen, die Kontrolle hier durchzuführen und dann kann das zum Vorschein werden. Der Fahrer wurde jetzt aufgrund der Tatsache, dass er halt den Schmuggel begangen hat, vorläufig festgenommen. Wir haben jetzt erstmal unseren Auftrag hier erfüllt. Riesenerfolg. Alle weiteren Ermittlungen aufgrund dieser Größe wird die Zollfahndung übernehmen. Der Einsatz der Zöllner ist für heute beendet. Auf der TT-Line beginnt der Endspurt für Ingo Oldenburg. Der ist jetzt schon Staubsauger durch, das war sein letzter Akt. Wir gehen jetzt alles schon ins nächste Deck runter. Ein paar Minuten haben wir noch, sag ich mal, eine Stunde. Das kriegen wir hin. In der Küche laufen die letzten Vorbereitungen. Und zwar für mehrere Restaurants gleichzeitig. Wir haben hier noch das zweite Restaurant, wir haben ein Fahrrestaurant. Hier ist das Frontrestaurant und oben haben wir noch ein à la carte Restaurant. Es sind also drei Restaurants hier an Bord, plus das Crew-Essen auf Deck 9. Ne? Also die vier Bereiche müssen versorgt werden hier. Der Ladevorgang auf den Autodecks hat bereits begonnen. Jeden Moment könnten die ersten Passagiere eintreffen. Buffet wird aufgemacht in
15 Minuten. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Warmspeisen einsetzen. Die sind jetzt schon in den Öfen drin. Ne? Das heißt, 10 Minuten setzen wir es warm ein. Kaltes steht schon. Ne? Warme Essen so spät wie möglich, aber nicht zu spät, ne? Dass es wirklich warm und frisch ist. Immer das Wichtigste an der ganzen Sache. Ne? Alles ist bis auf die letzte Minute getimt. Ingo Oldenburg kann aufatmen. Die Beilagen sind fertig und jetzt kommt unser Schweinefilet und wir sind fertig, können jetzt im Grunde genommen unsere Passagiere begrüßen. Da sind jetzt die ganzen Buspassagiere drin, die gerne zum Buffet wollen. Von daher gehen die gleich als erstes rein. Einmal hier links rum und dann die Rampe nach oben. Am Anleger hat Ladeoffizier Lars Ole Knut den Überblick. Am Skandinavien-Kai können Fähren mit Doppelrampe beladen werden. Das ist wichtig, wenn es schnell gehen muss. Die Reihenfolge stellen wir jetzt fest nach dem, was wir jetzt an Bord benötigen. Jetzt gerade sind wir da, dass wir gerade an der Position an Bord laden, wo wir viele Stromkabel haben. Und deswegen kommen jetzt die ganzen LKW rein, die den Stromanschluss gebucht haben. Ja, genau. Zweimal neutral, zweimal Strom. Ja, geht los. Es muss immer was laufen. Also Stillstand darf es eigentlich nie geben. Immer LKW, Trailer, am besten alles gleichzeitig. Dann kriegt man das auch mit der pünktlichen Abfahrt hin. Alles, was sozusagen im Schiff passiert, das geschieht in meinem Kopf mit. Und ich weiß relativ genau, was die in welchem Deck jetzt machen. Hi. Very good, upstairs please. Ja. Von jedem Einzelnen hier hängt ein reibungsloser Warenfluss ab. Es ist schon so, dass man weiß, dass das Schweden größtenteils aufgrund der Infrastruktur ja mit LKWs beliefert wird. Dessen ist man sich schon bewusst, dass wir da aufrechterhalten, dass in Schweden die Supermärkte voll sind und bei uns IKEA voll ist. Der Platz ist so gut wie leer. Zwei LKW fehlen noch. Wir haben unseren Fahrplan einzuhalten und genau, wenn Abfahrt ist, dann fahren wir los. Die letzten beiden LKW sind auch verladen. Lars Ole Knut ist auch erster Offizier an Bord. Für ihn geht es jetzt zum Kapitän auf die Brücke. 10 Minuten, dann fahren wir los. So, alles an Bord? Ja. TT-Büro hat gesagt, wir können los und wir schließen jetzt. Alles klar. Gut, ja, wir sind hier auch startklar, technisch. Die Maschinen laufen, Bugstrahler habe ich gerade alle drei zugeschaltet. Die Ruder sind durchgefahren. Wir können uns so langsam in die Nock begeben. Ja. Ja, wir übernehmen jetzt hier in der Nock den Bugstrahler, die Maschinenkommandos und die Ruderkommandos. Und dann sind die Manöverstationen vorne und achtern für unsere Matrosen besetzt. Und die dürfen dann die Leinen losschmeißen auf unser Kommando. Gut, dann können wir anfangen mit Aufkürzen. Ja. Dann können wir aufkürzen, vorne und achtern. Dann alles los, vorne und achtern. Die Nils Holgersson kann pünktlich ablegen. 9 Stunden dauert die Überfahrt nach Trelleborg in Schweden. Zurück zum Seelandkai. Ein Hafen ausschließlich für den Güterverkehr. An 3 Anlegern werden hier Frachtschiffe aus Skandinavien und dem Baltikum abgefertigt. Mit 2 Brücken können auch Container verladen werden.
Schichtbeginn für Martin Lose. Als Vormann muss er Personal und Ladefahrzeuge koordinieren. Als erstes holt er sich die Ladepläne. Hallo Martin, herzlich Moin, Holger. Willkommen zur zweiten Schicht. Grüß dich. Ja, Martin. Also nach Möglichkeit so viel wie möglich anladen. 120 Autos habt ihr um und bei. Sehr schön. Ist eine sportliche Nummer, bis 21 Uhr den leer zu kriegen. Ne? Eine Menge Leute heute. Aber wie gesagt, ihr sollt auch ordentlich was schaffen. Ne? Wegen eines Sturms hat das Schiff 9 Stunden Verspätung. Wir müssen natürlich hier just in time arbeiten. Und versuchen jetzt das Beste, die Zeit wieder rauszuholen. Alles klar. Dann mach was draus. Ne? Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Heute arbeitet er mit fast doppelt so vielen Leuten, um die Zeit wieder aufzuholen. Ja. Kizizis, Topsis, Kofler und Manea. Die gehen bitte ins Hauptdeck. Dann geht Herr Geike mit aufs Wetterdeck. Beim sogenannten Roll-on-Roll-off-Verkehr werden nur die Trailer verladen. Die Sattelschlepper und Lkw-Fahrer müssen nicht mitfahren. So sparen die Speditionen Geld. Für die Terminalarbeiter bedeutet das mehr Arbeit. Viel Platz ist da nicht, ne? Sonst setze ich die da hinten runter auf T500. Kannst du dir nachher mal raufstellen auf den Platz, damit sie nachher bestücken können? Und dann das erste Problem. Es fehlen Kassetten. Das sind Untersetzer mit Rollen, ohne die Container nicht bewegt werden können. Man muss immer, wo es brennt, mit eingreifen. Und an solchen Tagen muss man dann auch mal die Geräte fahren. Ich suche eigentlich die Einheiten, die nur mit Gurten fest sind, anstatt mit Ketten. Weil dann brauche ich nichts Spezielles, um die Ketten loszukriegen. Weil wenn die jetzt richtig stramm drin sind, haben wir ein Problem. Kriege ich die mit der Hand nicht ab. Für alles schnell eine Lösung finden, damit das Entladen reibungslos läuft. Das ist die Aufgabe des Vormanns. Oh doch. Die Einheiten sind natürlich gesichert. Muss ich jetzt irgendwie erstmal alle lösen. Aber Vorsicht, da kann gleich eine Kette runterkommen. Von einer Zugmaschine werden die Kassetten gleich abgeholt und mit Containern vom Wetterdeck beladen. Die Container bewegt der sogenannte Van Carrier. Der hat eine Hubhöhe von 12 Metern und kann bis zu 60 Tonnen bewegen. Durch den tief gelagerten Schwerpunkt schwankt es ganz schön in der Fahrerkabine. Ja, kannst du da. Aus der Kabine hat der Fahrer zwar einen guten Überblick, für das Abladen braucht er aber einen Einweiser. Pneumatik höher. System sagt, den laden wir auf eine Einheit. Höher. Ladung oder ein bisschen aufsetzen. Aufsetzen. Höchste Zeit für Martin Lose zu schauen, wie die Arbeiten im Schiff vorangehen. Beim Decks. Haupteinweiser bekommt er ein Update. Ja, ist egal. So, wir haben jetzt noch 43 Einheiten, die wir in der Stunde abarbeiten müssen. Und dann ist die Zeit, wo der Deckel hochgeht und das Schiff nach Schludup abwandert. Endspurt auf dem Hauptdeck. Die Trailer sind mit dem Schiffsboden verkettet. Das ist notwendig, damit sie auf der Fahrt nicht verrutschen. 7 Tonnen kann eine Kette halten. Jetzt müssen die Ketten gelöst werden. Die Zugmaschinen nehmen die Trailer auf und ziehen sie einzeln von Bord.
Und dann das nächste Problem. Ein Trailer mit Holz lässt sich nicht heben. War nix. Im hinteren Bereich war noch eine Kette fest. Die hat der Lascher vergessen. Und zum Glück hat er es so mitgekriegt, weil wenn das mit Gewalt passiert, dann geht meistens mehr kaputt, als man will. Und es ist auch zum Glück keiner dazwischen gewesen, weil das hier alles sehr eng ist und laut. Und es ist immer einmal schön, wenn die alle Leute, die man mit aufs Schiff nimmt, auch dann alle heil wieder runterkommen. Eigentlich bin ich für das Personal und die Geräte zuständig, dass keiner zu Schaden kommt, dass die Leute wissen, was sie tun haben. Und natürlich auch aufzupassen, dass hier keiner wilde Sau spielt. Martin Lohse will das Kellerdeck kontrollieren. Das ist schon fast leer. Das ist jetzt der letzte, der aus dem Unterraum vom Bord geht. Wir haben noch 13 auf dem Wetterdeck. Wenn jetzt auch noch rechtzeitig alle vom Bord sind, also man kann das immer erst sagen, wenn der letzte Mann vom Bord ist, dann ist alles super gelaufen. An Bord sind jetzt noch Papierrollen. Die müssen am Terminal Schlutup entladen werden. Erst dann kann das Schiff wieder beladen werden. Der Weg zum Forstprodukte-Terminal Schlutup ist kurz. Gerade auf der anderen Uferseite. Trotz kurzer Fahrt. Lotse Markus Meyer ist wieder mit dabei. Denn auch kurze Strecken haben ihre Tücken. A lot of maneuvering, yeah, and you see that you need to go from one side to another side and to check around. It's no any sailing yards, boats and some objects which can disturb us. Der fließende Verkehr hat hier Vorfahrt. Der Lotse übernimmt in kritischen Fällen auch die Kommunikation mit anderen Booten. Das Anlegen ist nicht ohne. Schiffe sind eigentlich dafür gebaut, hauptsächlich vorwärts zu fahren, mal ein bisschen rückwärts zu fahren, aber nicht unbedingt, um seitwärts zu fahren. Das müssen wir aber jetzt machen, um da reinzukommen. Also das wird jetzt ein kleines Momentchen dauern, ein bisschen Geduld erfordern, dass wir uns jetzt in den Liegeplatz reinarbeiten. In Schlutup muss Fuhrmann Axel Breitfeld Zeit aufholen. Und das bei schlechtem Wetter. Meine Aufgabe hierbei ist das technische Entladen des Schiffes, damit das Schiff auch im Fahrplan bleibt. Der Boden ist nass. Die Staplerfahrer müssen vorsichtig fahren, damit sie nicht rutschen. Das kostet Zeit. Das wiederum ist nicht gut. Das erfreut keinen. Liegezeiten kosten Geld. Verholung, Lotse, Festmacher, alles kostet Geld. Deswegen nennen wir das auch ganz gerne hier Pitstop. Ja? Ran, runter, raus, weg. Papier ist extrem empfindlich. Gegen Nässe, aber auch gegen Druck. Der Fahrer muss genau wissen, mit welchem Klammerdruck er die Rolle anhebt. Zu wenig, sie rutscht weg. Zu viel, die Rolle ist beschädigt. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass man weißes Papier sieht. Das ist schon ein Indiz dafür, dass es eine Beschädigung ist. Wenn es auch nur die Verpackung ist, aber trotzdem, das Kürzel bedeutet Einpacker. Der sollte sich das Ganze dann mal angucken, um eventuell einen Claim-Report zu erstellen. Und hier sieht man auch an der untersten Rolle, dass sie ein bisschen gestaucht ist. Da guckt man dann am besten mal drüber, bevor sie überhaupt beim Kunden landet. Fahren kann eigentlich damit jeder, das vorweg. Aber hier geht es ums Arbeiten. Und da muss man wirklich ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, sich auch der Bedeutung einer Papierrolle richtig, wirklich bewusst sein. Das kostet eine Menge Geld, das sind alles Einzelprodukte. Und ja, man muss ein gutes Feeling entwickeln für so ein Flurfördergerät. Papier wird nach Qualität und Gewicht berechnet. Eine dieser Rollen wiegt um die 2 Tonnen. Ich denke mal, dass das Druckpapier ist, eventuell über Zeitungsdruck für Kataloge, etwas in der Form. Dann ist man mal ganz leicht. Bei dem Gewicht jetzt schätze ich mal so auf 900 bis 1200 Euro die Tonne.
Papier und Zellulose sind wichtige Produkte für den Port of Lübeck. Der Terminal Schlutup ist einer der europaweit größten Umschlagplätze für die skandinavische Papierindustrie. Forstprodukte gibt es auch an anderen Standorten. Der Konstinkai liegt stadtnah und ist so an Straße, Schiene und an die Binnenschifffahrt angebunden. Er wird von der Firma Klaus Rodenberg Waldkontur betrieben. Dieses Schiff kommt mit Rundhölzern aus Lettland. Das Besondere, die Rundhölzer werden heute vom Hafenmeister Christian Schumacher direkt auf einen Zug verladen. Wir haben heute Morgen um 6 angefangen, also knapp 4 Stunden haben wir jetzt rum. Wenn das Holz vom Schiff direkt auf den Zug verladen werden kann, spart das Kosten, erhöht aber den Zeitdruck. Die Rundhölzer müssen zwar nicht zwischengelagert werden, aber der Zug muss pünktlich abfahren. Die Besonderheit ist natürlich die große Maschine und der wesentlich größere Greifer im Gegensatz zu den Kleinmaschinen. Ansonsten laden wir immer mit kleineren Baggern und kleineren Greifern. Und die Herausforderung ist natürlich mit dem großen Greifer, die Waggons zu beladen. Das ist natürlich für den Kopf sehr anstrengend. Man muss natürlich darauf achten, dass man jetzt am Schiff nichts kaputt macht oder am Waggon nichts kaputt macht. Also man muss schon sehr konzentriert sein hier für die Arbeit. Tetris für Erwachsene. Ne? Mikado ist dann natürlich, wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich da auch ganz schnell mal so einen Greifer versauen. Das Rundholz wird zu einem Holzverwerter transportiert und zu Zellstoff verarbeitet. Daraus wird zum Beispiel Kartonage oder Küchenrolle. Das Schiff wird anschließend mit Hackschnitzeln aus hiesigen Borkenkäferwäldern beladen, zur Energieverwertung in Skandinavien. Betriebsleiter Erik Lefold hat den Ladevorgang, die Logistik und das Drumherum immer im Blick. Was habt ihr fertig? Hinten stehen 5 fertige und hier vorne haben wir jetzt, lass mich mal ganz kurz gucken, ja, 3 gleich fertig, also 8 haben wir gleich fertig. Ja, okay. Etwa 3.500 Tonnen müssen bis morgen früh verladen und auf den Waggons vermessen sein. Ja, passt. 2,30. Wir haben natürlich keine homogene Höhe, sondern es ist ja so ein bisschen Holz. Danke, kannst du nichts machen. Und dadurch hast du natürlich unterschiedliche Höhen auch im Stoß. Und das muss natürlich ein bisschen ausgeglichen werden, um eine ordentliche Ladehöhe anzugeben. Ein Zug ersetzt etwa 50 Lkw. Das hat Vorteile, birgt aber auch Risiken. Und beim Zug ist man eigentlich relativ sicher, dass er da ist, dass er beladen werden kann und auch pünktlich abfahren und beim Kunden ankommt. Und wir bewegen natürlich genau ganz viel auf einem Zug drauf. Also das ist für uns immer ein Riesenvorteil. Die Trasse ist ja gebucht, um dann diesen Zug von A nach B zu bringen. Wenn wir eine Verzögerung haben im Hafen und der Zug meinetwegen komplett aus dieser Taktung rausfällt, kann es durchaus dauern, den dann irgendwie wieder einzutakten oder auch teuer werden. Bevor der Zug den Hafen verlässt, muss er vom Wagenmeister Andreas Görlach abgenommen werden. Das Wichtige ist, dass jeder Stamm hinter 2 Rungen sich befindet. Ich hier einen Überstand von mindestens 20 cm habe. Ja, und dass mein Federspiel stimmt, welches ich mittels Messmittel überprüfen kann. Ja, solange dieser Keil hier zwischenpasst, weiß ich, dass der Wagen nicht überladen ist. Dafür bin ich da, dass diese Verladerichtlinien eingehalten werden und ich den Zug dann auf Reisen schicken kann. Ja. Der Wagenmeister ist Bahnangestellter. Er begleitet den Zug bis zum Zielort.
Fracht von Schiff auf Schiene. Das geht im ganz großen Stil am Skandinavienkai. Am Baltic Railgate werden Container und LKW-Trailer auf Züge verladen. Auf 6 Gleisen werden hier 50 Züge pro Woche abgefertigt. Um noch längere Züge zu bedienen, werden die Schienen gerade von 600 auf 740 Meter erweitert. Damit könnte sich der Umschlag in Zukunft um knapp ein Drittel steigern. Die Trailer müssen geprüft werden, bevor sie auf den Zug kommen. Dafür gibt es den Checker. Denn ob die Türen verschlossen sind, ja, ob halt alles in Ordnung ist, ob zum Beispiel hier die Verschlüsse alle verschlossen sind, ob auch alle dran sind oder ob hier die Plane alle komplett in Ordnung ist, zum Beispiel Risse hier, wo zum Beispiel schon geflickt, dass das alles in Ordnung ist. Und jetzt zum Beispiel sehe ich, da ist Ladung hier in der Plane. Das darf nicht sein. Also die muss ich jetzt sperren, nach vorne schicken, den Bericht. Das guckt sich dann der Reparaturservice an, macht den Trailer auf, guckt, was er da machen kann, dass er wieder gerade ist. Der Checker entscheidet, ob ein Trailer verladen wird oder nicht. Aber auch hier hat der Wagenmeister das letzte Wort. Wenn ein Trailer wieder runter muss, kostet das Zeit und Geld. Plane ist gerissen. Den nehmen wir so nicht mit. Da muss die Plane hinten repariert werden. Da kommt dann der Reparaturservice, macht das Loch zu und dann kann er mit. Die Trailer mit Gefahrgut werden besonders geprüft. Da muss ich jetzt kontrollieren, ob die auch richtig belabelt sind, ob alle Labels dran sind, Klasse 6 zum Beispiel, Klasse 8, dass das alles dran ist, damit der Kran ihn aufnehmen kann. Muss ich ihn hier einmal so lösen und das einmal ringsrum. Wenn der Trailer freigegeben ist, sehen das die Brückenfahrer auf ihrem Monitor. Das Verladen ist Teamarbeit. Da unten ist mein Kollege, das ist der Einweiser. Der ist dafür da, dass die Beine hochgekurbelt werden, die Bremsen vom Trailer gelöst sind und dass er verladefähig ist für die Bahn. Und im Gleis selber steht mein anderer Kollege. Axel, komm mal runter, klein, rechts drehen, langsam, klein rechts, ganz klein, lieber, ganz klein. Beim Aufsetzen geht es um Zentimeter. Fertig, das war's. Als Kranführer musst du eben halt ein gutes Auge haben. Räumliches Sehen, das ist Voraussetzung. Weil man guckt ja hier gute 12, 13 Meter runter und verlädt ja hier nicht irgendwie Playmobil-Sachen, sondern 40 Tonnen. Die von der Straße kommen oder von der Bahn kommen, vom Schiff kommen, die weiter mit der Bahn fahren. Jörg, Trailer kommt. Ja, ja, alles klar, kommt gerade. Es geht weiter auf 153er Raster mit dem 9199 Walter. Wenn man hier oben auf diesem Stuhl sitzt, muss man einfach Lust zu seinem Job haben. Aber nicht alle Güter verlassen den Hafen so, wie sie gekommen sind. In Schlutup verarbeitet das Unternehmen Nordgetreide das angelieferte Getreide direkt weiter. Heute kommt eine Maislieferung aus dem Baltikum an. Für die Cornflakes-Produktion. Thank you.
Bevor die Ladung gelöscht wird, muss die Qualität geprüft werden. Der Druck ist schon mal in Ordnung. Ja. Optisch ist auch schon mal wenig Druck dabei. Das sieht gut aus. Den können wir annehmen. Ja, der sieht gut aus. Nehmen wir jetzt noch die Probe und bringen sie ins Labor und gucken dann nochmal weiter. Heute geht es um 1.500 Tonnen Mais. Das sind 60 Lkw-Ladungen. Das Unternehmen muss genau wissen, was es eingekauft hat. Wir wollen eigentlich sehen, wie die Qualität unseres Maises ist, was wir für eine Ausbeute erwarten können und ob wir entsprechende Anpassungen in der Produktion vornehmen müssen. Die Probe wird gesiebt. Die Verunreinigung darf einen gewissen Wert nicht übersteigen. Wir haben einen Maximalwert von 5%. Und hier haben wir jetzt einen Bruchanteil von 4,0%. Das liegt voll im Rahmen und der Mais kann somit zur Verarbeitung freigegeben werden. 45 Tonnen werden pro Stunde gelöscht. 1,5 Tage dauert es, bis die Schiffsladung im Silo der Mühle ist. Entscheidend für die Cornflakes-Produktion ist die Körnung. Auch Grütze genannt. Die wird beim Mahlen bestimmt. Wir haben hier eine große Grütze, da wird ein großer Cornflakes draus gemacht. Und wir haben hier eine kleine Cornflakes, die wird aus ganz kleiner Grütze gemacht. So unterscheidet sich das, je nachdem, wofür der Endverbraucher oder die Industrie das braucht. Die kleinen Cornflakes landen nicht in der Müsli-Schale, sondern in Panade oder in Schokoriegeln. Die Herstellung ist ein längerer Prozess. Das ist hier der Mais von der Mühle. Der wird als nächstes gekocht. Der wird zuerst im Silo reingefahren und dann kommt er in die Waage rein und da direkt in den Kocher wird gekocht und dann geröstet. Die Maisgrütze kommt in riesige, runde Behälter und wird über 8 Stunden unter Hochdruck gekocht. Da kann man jetzt halt optisch und geschmacklich kann man alles testen. Kann man jetzt zum Beispiel so sehen, optisch sieht die Bohrung top aus, durchgekocht ist sie, sieht alles gut aus. In großen Maschinen wird das Produkt geröstet. Und so entstehen dann Cornflakes. Ich mache hier gerade eine Probe, wo ich optisch halt drauf geguckt habe, ob da Fremdkörper oder Schwarze mit dran sind. Genau, und jetzt mache ich halt nur noch mal eine Schüttgewichtprobe, ob das Volumen passt. Sieht gut aus. Das Produkt stimmt. Es kann jetzt verpackt werden für die weiterverarbeitende Industrie. Cornflakes verlassen den Hafen. Mit dem LKW geht es weiter zur nächsten Produktionsstätte. Zurück am Seelandkai. Heute
Heute haben Fuhrmann, Martin Lohse und Crew erschwerte Bedingungen durch Glätte und Schnee. Wie der Kollege schon immer sagte, ran an Speck. Ran an Speck, so soll's sein. Das Schiff kommt mit 2 Stunden Verspätung. Meine Aufgabe ist es heute, auf dem Schiff den Einweiser zu machen. Das heißt, ja, koordinieren der Ladung auf dem Deck. Also, ja, ich habe gewisse Vorgaben halt, wo welche Ladung hin soll, zum Beispiel mit den Zielhäfen. Heute haben wir einmal Hanko und Paldiski, sodass die Einheiten so auf dem Schiff stehen, dass die zuerst runtergenommen werden können, wo das Schiff zuerst hinkommt und dann die Sachen in dem Hafen stehen bleiben können, ohne Probleme für den nächsten Hafen. Ihr kennt das. Das Unterdeck ist bis auf den letzten Trailerplatz gebucht. Einweiser Yassin Safsouf muss jeden Zentimeter nutzen und sich genau überlegen, welcher Trailer wo stehen kann. Dabei spielt Gewicht und Größe der Trailer eine Rolle. Aber auch der Inhalt. Mit Platz ist hier nichts, ja, großartig umzuschleppern, weil jeder Zentimeter wird hier gerne, ja, das ist essentiell, dass man den ausnutzt. Die Einheiten werden mit je 6 Ketten festgemacht. 2 hinten, 4 vorne am Trailer. Sie sind extrem stark, dadurch aber auch ziemlich schwer. Was wiegt so eine Kette? 10 Kilo? 15 Kilo, Pi mal Daumen. Und so ein Schloss ist auch so zwischen 5 und 8 Kilo. Da weiß man auf jeden Fall, was man getan hat. Bis zum Schichtende wird jeder Arbeiter etwa 8 Tonnen bewegt haben. Besonders vorsichtig müssen Sie mit den Gefargo-Trailern sein. Hier, den kannst du schon verknacken hier. UD, alles ist UD, würde ich schon in den Keller reinschmeißen. Der Haupteinweiser weiß zu 100%, was drin ist, weil das kann er in seinem System nachsehen. Ich kriege halt nur mit, welche Gefargo-Klasse. Dass man nicht denkt, oh, das war Gefargo-Klasse 3. Aber das war doch Gefahrgutklasse 8 und der eine darf da nicht daneben stehen. Da kann es schnell zum Dilemma kommen. Die Gefahrgutklassen muss Yassin Safsouf genau kennen und die Trailer demnach platzieren. Wie es um den gesamten Ladevorgang steht, muss der Fuhrmann im Blick behalten. Für den Zeitpunkt, den wir angefangen haben, läuft das alles im Rahmen. Wir müssen mal schauen, ob wir unsere Deadline schaffen. Aber im Moment, die Leute arbeiten alle am Limit. Aber das Wetter hält sie weiter auf. Es hat angefangen zu schneien. Das sind die Autos, die wir nachher noch laden wollen. Man muss schauen, ob wir nachher noch irgendwie was machen müssen, da der Schneefall ja hier schon zwischendurch eingesetzt hat und die Scheiben zu sind. Türen gehen auf. Aber das Kratzen gibt uns schon der Hersteller vor, das dürfen wir gar nicht. Also wir müssen entweder mit Enteiser oder halt mit den Scheibenwischern arbeiten. Oder wenn es geht, dann halt die Heizung von den Fahrzeugen, die aber leider immer sehr wenig Kraftstoff drin haben. Und wenn wir die jetzt die ganze Zeit laufen lassen, um die Scheiben freizukriegen, werden sie die in Finnland nicht mehr vom Schiff runterbekommen. Bevor die Autos aufs Schiff können, muss die Ladeklappe zum Keller hoch. Yassin Safsouf muss Dampf machen. Es fehlen immer noch einige Trailer.
Megatrailer ist. Die sind als ich von Haus aus ein bisschen höher. Ja, und hier ist auch nicht so nett. Aber Trailer ist drin, mit verschifft und das ist die Hauptsache. Der letzte Trailer hat nicht mehr viel Platz. Ich möchte ihn schön dicht an der Wand haben. Der soll schon fast knutschen, so dicht. Ja, Lücken mehr Steuerbord bitte. Ja, muss laufen, schöner Steuerbord. Hinten hast du noch drei. Hast noch wieder. So gefällt mir das. Alles geklappt, einwandfrei. Jetzt sind wir auch mit dem Keller fertig. Jetzt würden wir ins Hauptdeck hochgehen. Währenddessen sagen wir auch einmal der Schiffsbesatzung, dass sie das Zwischendeck für die Autos aufmachen können, damit dann zeitgleich auch Autos geladen werden können. Ja. Alles genauso formschlüssig, so habe ich es am liebsten. Die Rampe zum Zwischendeck kann jetzt hochgehen. 106 Neuwagen müssen noch geladen werden. Die Autos müssen so dicht wie irgend möglich aufs Deck, aber ohne einen einzigen Kratzer. Wenn da ein, zwei schicke Modelle mit dabei sind und man sitzt dann halt in so einem PKW, das lässt in mir den kleinen Jungen aufblühen. So. Ja, jetzt habe ich einen Hilferuf vom Wetterdeck bekommen. Es ist sehr glatt geworden, dass die Kollegen sich nicht verletzen oder hinfallen und sich den Kopf aufhauen. Muss ich jetzt einmal hoch da, einmal mit dem Streuer das Deck abstreuen, damit sie da vernünftig arbeiten können. 3 Meter. Für die Leute, die da arbeiten und natürlich auch die Geräte, die Maschinen rutschen und es könnte natürlich im schlimmsten Fall jemand unter den Geräten landen, einfach vielleicht die Ware, aber beides will ja keiner. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich was dagegen tun. Weil die Trailer sind ja mit teilweise bis 80 Tonnen beladen und da ist so ein menschlicher Körper ja wie ein Blatt Papier. Das Zwischendeck füllt sich langsam. Yasin Safsouf reizt gerade diese Aufgabe. Die Faszination an der Arbeit habe ich. Ich sehe das Ganze halt als ein großes Zahnrad und halt ein Teil davon zu sein, ist schon interessant halt. Weil gerade so der Otto-Normalverbraucher sieht ja nicht, was alles hinter den Kulissen passiert, was alles in Bewegung gesetzt wird, dass handelsübliche Waren jederzeit verfügbar ist. Das sind halt so die Einblicke, die man halt erst bekommt, so, wenn man Teil davon ist. So Leute, wer kann noch länger? Also das wird hier nichts mehr. Wir müssen zusehen, dass wir alles raufkriegen. Wer kann uns noch unterstützen, um das Schiff fertig zu machen? Also ich hätte schon gern um 11 Feierabend, aber es muss fertig gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei, weil das gehört noch mal mit dazu. Uns fehlten 1,5 bis 2 Stunden, bis wir anfangen konnten zu laden. Und die müssen wir dann halt hinten rausarbeiten. Trotz Schnee und Eis. Die Verspätung ist immerhin nicht schlimmer geworden.
weil genug Leute bis zuletzt ihr Bestes gegeben haben. Das Fährschiff Finferlo verlässt heute den Hafen pünktlich mit Lotse Markus Meyer. Er begleitet das Schiff aus der Trave raus. Ein Schiff und ein Hafen ist nicht mehr wie früher ein End- oder ein Anfangspunkt, sondern es ist ein Teil einer logistischen Kette. Und diese Logistikketten gehen tatsächlich von der Produktion bis zum Endverbraucher. Und da sind Häfen und Schiffe heute nur noch ein Glied in dieser ganzen Kette. Die Zeiten, wie man es in alter Seemannsromantik kennt, wo Schiffe ewig irgendwo im Hafen liegen, das gibt es heute nicht mehr. Die Zeiten sind schon eng geworden und der gesamte Turnaround ist unheimlich schnell geworden. Auch Schiffe werden immer größer, die Trave aber nicht. Das ist jetzt also auch tatsächlich der engste Bereich, den wir auf der Trave haben, durch Travemünde, durch mit den großen Schiffen, dass man sauber die Mitte des Fahrwassers trifft, weil einfach zu den Seiten dann nicht mehr viel Platz ist. Ein Lotsenboot begleitet das Frachtschiff, bis es in sicherem Fahrwasser ist und der Lotse wieder von Bord kann. Wir sind jetzt tatsächlich aus dem engen Bereich raus. Wir passieren gleich das letzte Fahrwassertonnenpaar. Wir sind gleich im freien Seeraum. 8 knots is good speed for the boat and the course is fine like it is. Okay, gentlemen, have a safe trip. See you next time. Tschüss, bye bye. All right, see you then. Have a safe trip.